Du magst keinen Salat? Dann liegt es vielleicht daran, dass du das Geheimnis eines guten Salates nicht kennst. Und das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Sascha Walitschek, ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin und leite das Faustformel-Team. Wir haben uns darauf spezialisiert, vor allem den Menschen beim Abnehmen zu helfen, die schon viele Diäten hinter sich haben. Wir nennen sie die Diätgeschädigten. Unsere Strategien sind einfach, alltagstauglich und ganz wichtig, verhelfen dir zu einem entspannten Zugang zur gesunden Ernährung. Ich bin immer ganz erstaunt, wie manche Leute Salat essen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Salat, den die meisten Leute zubereiten, der schmeckt mir nicht. Und falls es dir auch so geht, dass du sagst, ich bin eigentlich kein Freund von Salat, dann probier es doch mal mit meiner Methode, vielleicht schmeckt er dir ja besser. Das Geheimnis eines guten Salates sind zwei Dinge. Das ist nicht der Salat und nicht das Öl oder der Essig, sondern eine Salatschleuder. Das haben die meisten nämlich gar nicht. Es ist so, erstens einmal ist der Salat ja, wenn ich ihn gewaschen habe, nass. Und wir wissen, vermischt sich Wasser und Fett nicht oder nicht sehr gerne, also vermischt sich eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn der nass ist und ich habe jetzt das Dressing und das ist ölig, dann wird es nicht am Salat kleben, sondern durchfallen bis nach unten. Es ist unten in der Schüssel, aber nicht dort, wo ich es haben will, nämlich am Salat. Wenn ich jetzt ein bisschen Salat nehme, dann ist nicht genau dieser Hauch von Dressing dabei, weswegen wir diese ganze Sache eigentlich machen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Salat trocken ist. Der zweite Trick, und da kommen wir dann bei der Salatsoße dazu, ist ein Soßenbesen, manchmal heißt er auch Spiralbesen. Dieser Spiralbesen, da gibt es ganz günstige, ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Und zwar deswegen, ich habe schon gesagt, Wasser und Öl mag sich nicht mischen. Eine Salatsauce besteht aber aus Essig, das ist wässrig, und Öl, das ist Öl. Und die beiden Sachen vermischen sich nicht, sondern werden nur eine Emulsion. Das ist ja wie eine Creme quasi. Und das passiert nur dann, wenn ich sie gut genug zusammenrühre. Und das geht am besten meiner Meinung nach mit so einem Spiralbesen. Das ist eine völlig neue Dimension von Salatsauce. Gut, fangen wir mal an. Das heißt, ich rede jetzt vor allem vom Blattsalat, das stimmt für alle Salate. Ich habe jetzt hier auch für gemischten Salat Gurken, Sellerie, Cherrytomaten, Karotten dabei. Die kannst du aufschneiden in groß, in klein, wie du möchtest, das ist ganz egal. Ich zeige es hier mal vor am Blattsalat, weil da ist das große Problem. Das ist eben das, was immer so nass ist, wo dann das Dressing nicht hält, wo alles zusammenfällt, wo das Dressing unten in der Schüssel ist. Ganz wichtig ist, wenn man etwas wäscht, Schnittflächen machen Geschmack, aber Schnittflächen, über die verliert das Ding auch Nährstoffe. Das heißt, wenn ich den sehr klein schneide, bevor ich ihn wasche, verliere ich schon auch zum Teil Nährstoffe. Trotzdem ist jetzt gerade bei diesem Endiviensalat ist es so, das sind relativ große Blätter, das ist schwierig zu schneiden. Also ich schneide ihn schon zumindest in relativ grobe Stücke. Ich persönlich würde ihn jetzt auch in dieser Blattgröße essen. Du kannst ihn auch nur zweimal teilen und danach noch schneiden. Ich esse es gerne, aber du musst wissen, je feiner du den schneidest und je länger du im Wasser liegen lässt, umso mehr Nährstoffe wirst du verlieren. So, ich persönlich mache das jetzt so. Ich gebe den jetzt mal hier so den Salat rein, ja. Dann, deswegen mag ich auch die gern, die unten kein Loch haben, die Salatschleudern. Dann fülle ich das mit Wasser. Und während sich das jetzt mit Wasser so füllt, da schwenke ich das so ein bisschen da drinnen hin und her mit der Hand. Ja. Ich schaue, dass ich den mit dem Wasser so herumwasche. Schaut, dass ich nicht glätte, das ist so ganz gut. Das so, ja. Hängt von der Menge ab, hängt von der Schmutzigkeit des Salats ab. Beim Vogelsalat mache ich das zwei, dreimal. Ja, so, also ich mache das. Jetzt nehme ich das heraus. Dann gieße ich das Wasser aus. So, ich zeige dir das drüben, ist glaube ich einfacher. Ich würde es jetzt hier auf der Seite schon schleudern. Ich zeige das drüben. Dann kommt der Deckel drauf. So, das ist Nummer eins. Schau mal, was da an Wasser drinnen ist. Nämlich ganz schön viel. Ich schleudere immer noch ein zweites Mal. Weil dann immer noch ein bisschen Wasser rauskommt. Immerhin, das ist nicht viel, wir haben gut geschleudert, aber ein bisschen Wasser war noch da. Und das ist genau das Wasser, das verhindert, dass das Dressing dran klebt. Wenn es jetzt ein Vogelsalat, also ein Feldsalat wäre, die haben ja ganz gern unten in den Wurzeln mehr Sand, mache ich das Ganze jetzt noch einmal. Bis ich da unten keinen Sand mehr habe, das siehst du dann relativ deutlich, das fällt raus. Beim Endiviensalat brauchen wir das nicht. So, Schritt 1 geglückt. Dieses Ding hier könntest du so in den Kühlschrank stellen. Dadurch, dass er trocken ist, bleibt der recht gut. Das ist ja so, wenn du sagst,
Ich bin immer zu faul, Salat zu machen, wenn ich heimkomme. Dann wasche ihn und trockne ihn gleich nach dem Einkaufen. Wenn du jetzt nach Hause kommst, der hält jetzt wirklich im Gemüsefach ein paar Tage, so weil er eben ganz trocken ist. Wenn er nass ist, macht er das nicht mehr. So, also, wir haben ihn jetzt hier. Jetzt brauchen wir eine Salatsauce. Da mache ich, die Basis dafür ist eine klassische Vinaigrette. Vinaigrette heißt einfach nur Essig, also Soße mit Essig. Und die besteht aus Öl und Essig. Am besten im Verhältnis 3 zu 1. Das ist relativ wenig, was ich jetzt reingeben werde, aber deswegen, weil das ganze Öl, das ich verwenden werde, wird am Ende am Salat hängen. Ich persönlich sage ich gleich, ich messe das nicht mit dem Esslöffel, aber ich zeige es dir jetzt mal vor, damit du siehst, was 3 zu 1 heißt. Also, wir würden also jetzt 3 Esslöffel Olivenöl nehmen. Und das beste Salatöl ist ein Olivenöl. Und dazu kommt jetzt im Verhältnis dazu ein Esslöffel Essig. Das ist jetzt ein Apfelessig, den ich verwende. Ja, so. Wie gesagt, ich mache das Pi mal Daumen mit Gefühl. Ich tue mir dann nichts an. Dann kommt Salz rein. Ganz theoretisch, wenn du es wirklich perfektionistisch machen würdest, würdest du zuerst den Essig reingeben, dann das Salz im Essig auflösen. Es löst sich nämlich im Essig besser auf als im Öl. Bin ich meistens zu faul, mache ich nicht. Und dann kommt Salz und Pfeffer. Das ist so bei mir die Grundlage, die Basis für alles. Wenn du möchtest, könntest du auch ein bisschen Mayonnaise rein und ein bisschen Senf. Da haben immer alle Leute Angst vor Mayonnaise. Und ich denke mir, ein Teelöffel oder ein Esslöffel Öl hat viel mehr Fett als ein Kaffeelöffel Mayonnaise. Es wäre also gar kein Problem, so viel Mayonnaise noch reinzutun. Das ist nämlich sehr gut für den Geschmack und macht es schön cremig. Aber ich zeige dir jetzt die pure Variante. Ja, also das wäre gar kein Problem, so viel oder auch. Senf finde ich so viel sehr intensiv, da würde ich die Hälfte rein, dann einfach vom Geschmack. Du kannst auch Kräuter rein, das kannst du alles, das ist alles ganz variabel. Du kannst auch ein bisschen Joghurt rein, dann für den Geschmack. Die Basis bleibt bei mir immer gleich. So, und jetzt quirlen wir das mit unserem tollen Soßenbesen. Und du siehst schon, ich komme ein bisschen zu dir, weil du siehst es jetzt besser. Das wird dann relativ cremig, relativ schnell. Und das liegt daran, dass wir das richtige Verhältnis von Essig und Öl haben. Dann wird es nämlich so ein bisschen dicklich, aber vor allem der Spiralbesen, dieser Soßenbesen, ist einfach super. So, das ist auch schon fertig. Und wenn du es richtig erwischt hast, das Verhältnis, dann wird es so ein bisschen dickflüssiger, als das Öl und der Essig alleine waren. So, weil es halt eine schöne Emulsion wird. Jetzt kommt der Salat rein. Und die Soße, die ich gemacht habe, würde auch noch für mehr Salat reichen. Wir lieben Fett. Ja, du weißt ja beim Fastformelsystem keine Angst vor guten Fetten, die kannst du essen. Und das sind gute Fette, die kannst du essen. Wir brauchen einfach nur so viel Fett, wie wir für den Salat, dass er gut schmeckt. Ich mag einfach keinen Salat, der im Dressing ersäuft. Und du siehst jetzt schon, das ist jetzt genau das, du siehst, dass die Salatblätter glänzen. Wenn ich aber nach unten schaue, kipp sogar, damit du siehst, dass da nichts rausrinnt, da ist jetzt, unten ist die Schüssel ganz trocken, da ist nichts mehr drinnen. Weil das Dressing ist dort, wo wir es haben wollen, nämlich am Salat. Und das ist das ganz Wesentliche. Dadurch kann man sich auch dann das teure Öl und den teuren Essig leisten, weil wir essen ihn endlich und wir haben ihn nicht nur, wir waschen ihn nicht nur jedes Mal wieder ab, weil dann eine Salatsoße gelandet ist. Jetzt muss ich noch ein Wort an die Österreicher richten, die ganz gerne Wasser in Salatdressing tun. Das ist sehr typisch in Ostösterreich, dass die Basis für Salatsoße Wasser, dann kommt Essig rein und ein Schuss Öl. Meiner Meinung nach kommt es daher, dass viele Leute mit Essigessenz früher gearbeitet haben und die sehr, sehr, sehr sauer ist. Und dann müssen sie Zucker ins Dressing tun, weil Wasser mit Essig schmeckt wie saures Wasser. Dann kommt Zucker rein, das schmeckt dann süßlich, dann kommt zu wenig, dann kommt ein bisschen Öl rein. Das Problem ist, das kannst du nicht mehr vermischen, weil wenn das Verhältnis nicht richtig ist, passiert keine Emulsion. Und das ganze Ding steht hier so unten, schwimmt es dann in diesem süß-sauren Wasser. Ist Geschmackssache. Ich persönlich hasse es, ich finde es furchtbar. Das probier mal aus, ob es dir nicht so besser schmeckt. Und wie du siehst, du isst das Öl endlich mit und da soll es auch sein, es soll am Salat sein. Und keine Angst, wie gesagt, keine Angst vor guten Fetten. Die Fette, das Öl hier hilft dir auch, die Nährstoffe aufzunehmen. Es hat seinen Sinn, Salat mit Öl und Essig zu essen. Alles klar, Geschmack ist erlaubt. Senf, Mayonnaise, Salz und Pfeffer, so viel du magst. Du kannst auch Knoblauch rein tun, du kannst den Salat gemischt machen. Die Basis ist immer das gleiche. Blattsalat ist ganz wichtig, dass die Blätter trocken sind. Und ich sag's gleich, so ein Spiralbesen oder Soßenbesen macht die Salatsoße gleich um Klassen einfacher und besser.